Das lief ja schon wieder viel zu gut. Ja. Also, wo ich gerade lang geschlichen bin, da ging es eigentlich total gut. Okay, dann gehe ich dir hinterher. Dafür müsstest du erstmal hinter mir gehen. Dann geht auch schneller. Geht nicht. Ich erkenne noch zwei. Wo hast du sie? 3 Uhr. Im Gebäude. Gucken, da oben, der auf dem Dach, den meine ich, da könnte vielleicht, dass man da irgendwie drauf kommt, aber ich glaube nicht, dass man hier ordentlich klettern kann. Ne? Außerdem musst du ja auch weiter. Du kannst ja nicht irgendwo kämpfen. Die Frage ist, wenn man jetzt da lang ging. Ich glaube. Oh, hier sind zwei im Weg. Ach, genau, das sind die beiden, wo ich so, so komisch lang geschlichen bin. Dann kann man hier lang. Ja, hier bin ich eben lang gegangen. Huch, der ist einfach vor mir aufgetaucht. Was hat denn der da in seiner Hand? Ach, so der Koffer. Genau vor uns. Warum lässt er die fallen? Na, egal. Vielleicht hat er einen Geist gesehen. Das glaube ich nicht. Geister gibt es nicht. Was zum Teufel macht der da? Tja. Guck mal, jetzt hat er wohl Durst gehabt und wollte zum Brunnen, aber er hat es nicht rechtzeitig geschafft und ist deswegen verdurstet. Oh. Ein total logisches Szenario. Ja, dann müssen wir die hier wohl ausschalten, oder? Ja, hier verengt sich das, hier müssen wir durch, ne? Wie viele sind denn das? Sind das nur die beiden? Ich denke ja. Ja, das sind nur die beiden. Feuer. Ja, sehr schön. Also, jetzt hab ich die noch voll rum. Oh, jetzt nicht. Oh Gott, was ist mit seinem. Alter! Was ist denn hier mit seiner Hand passiert? Der hat irgendwie zwei Unterarme. Okay. Und der eine Unterarm guckt dann samt Hand aus dem anderen Unterarm aus. Ich liebe Multiplayer, wenn der eine einen Bug hat und der andere nicht. Guck mal, und der hier, die hier kriegt hier gerade. Oh Gott. Also. Wow, das ist ja makaber. Also wirklich. Der hat einfach mal 4 Sterne auf dem Hut. Ja, da ist ein Ü-Ei. Wann gibt's da Sterne? Da gibt's diese Hippos. Der da. Wo ist er? Da? Ich lass mal weggehen. Wie wär's mal das Gebiet hier mal scannen? Ich folge ihm mal langsam. So, ich habe ihn an einer Stelle erledigt, wo ihn glaube ich keiner viel sehen wird. Holst du den weg oder gehen wir so durch oder was weiß ich? Ich denke, wir gehen Alter, du so springst durch. Ja voll ran. Jetzt habe ich das auch mal gesehen. Na, ich gehe mal hier lang, ne? Dass dann man sich ein bisschen aufteilt. Ja, ich bleib direkt hinter ihm. Na, der geht doch bestimmt jetzt an diesen Wachen vorbei. Auto. Oder da durch, wie auch immer. Links auf dem Dach steht noch einer. Wenn du jetzt schießt und deine Deckung ist weg, dann war es das auf jeden Fall. Also wenn, dann leise ausschalten, aber wir können auch vorbeigehen. Okay. Ah, ich wollte jetzt hier mal vorbeigehen.
der eine geht seitlich weg und der andere geht mit. Er ist weg. Die Magnetsicht könnte helfen. Er ist weg? Er ist doch da vorne. Ja, und? Wieso kann ich den eigentlich mit der Magnetsicht sehen? Weil das eine Magnetsicht ist. Aber warum kann ich damit Menschen sehen? Weil die magnetisch sind. Weißt du doch. Scientology hat gegen dieses Magnetfeld sogar Geräte. Ja, klar. Scheint mir vollkommen logisch. Und der wäre auch weg. Ich guck einmal nicht hin und schon hast du wieder einen umgebracht. Tja, darfst nicht blinzeln, sonst verpasst du was. Wir hätten da den Sensor geworfen. Ich nicht. Wir müssen jetzt mit den Waffen folgen, ne? Haben wir das richtig verstanden? Wir müssen jetzt makaber folgen, genau. Ja, ja, wir wollen da Waffenlieferung finden. Genau. Also hier stehen ganz viele Kisten rum. Da bestimmt seine Preiselbeersammlung drin. Na, der, guck mal, in der Plastiktüte, da sieht man, dass der Wind schon stärker wird. Puch. Nein, ist völlig egal. Das Geld ist überwiesen. Ich hole es zurück, wenn ich nicht krieg, was ich will. Ja, ja, sicher, das sagte ich doch schon. Sei doch nicht blöd. Meine Männer stehen bereit, die Ladung zu löschen. Landet der Flieger, wir kümmern uns um den Rest. Die Rede wie ein Kanacke. Tja. Ja, guck mal. Russische Preiselbeeren. Oh, tatsächlich. Und obendrauf liegen große Pinsel. Ja, damit würde ich aber gerne mal was malen. Ausschalten. Warte, markieren, markieren, ne? Oben auf dem Dach, hast du den? Nein, der ist gerade weg. Ah, da ist er wieder. Ja, ich krieg den auf dem Dach. Oh, dann nehme ich makaber. Ja. 2, 1, Feuer. Ah, sehr schön. Ja, schön geteamt. Oh, hier vorne. Ah, da ist ja ein bisschen was los. Ich hab eine Idee. Oh. Was dagegen, wenn ich ein bisschen snipper? Was tut er? Durchkämmen das Gebiet. Nein, habe ich nicht. Kannst du den da auf dem Dach nehmen? Welchen? Ganz rechts, Nummer 4. Ja. Bist du soweit? Das sehe ich ja selber. Ja, ich glaube. Gut, 3, 2, 1, Feuer. Hat wer gesehen? Alter. Ja. Sergeant Pepper, der Olle. Ich gehe hier mal durch die Hütten ein bisschen vorne. Mach das. Ich versuche hier noch ein paar Ziele zu markieren. Oh, oh, Alter, Alter. Hey, war da nicht 2? Ja, das war ein bisschen knapp. Ich okay, kann... dann kann der da ausgeschaltet werden. Ja. War das Simultanschuss? Ja, eliminieren Sie alle Gegner, cool. Dann war's das wohl.
Aha, man kann also von deinem Haus runterspringen, aber nicht drauf. Da braucht man wohl das Exoskelett von Call of Duty. Alles klar, ich bin beim Point. Ruht euch aus, checkt die Ausrüstung. Dann laufe ich da mal hin. Minuten, das wäre eigentlich ein perfekter Punkt. Sie entladen bereits das Material. Sir, wenn wir es zum Flugzeug schaffen, zeigt uns vielleicht der Flugplan, wo es herkommt und wo es hin will. Gute Idee, Kosek. Overlord, Hunter ändert das Ziel. Wir prüfen, was wir aus dem Flieger rausholen können. Verstanden, Hunter. Bestätigt. Sie müssen sich beeilen. Der Sturm rückt näher. Ich wette, die Crew will wieder in die Luft, bevor es losgeht. Verstanden. Ich will ja nichts sagen, Captain, aber ich glaube, wir sollten nichts überstürzen. Ach komm, Pat, genieß das Leben. Das will ich noch lange, Sadie. Deswegen bin ich vorsichtig. Das geht mir nicht anders, Pepper. Aber wir können unseren Zeitplan nicht selbst bestimmen. Verstanden. Es geht los. Aggressiv, Männer. Nicht leichtsinnig. Vorwärts, Ghost. Aerodrome. Oder Aerodrome. Was halte ich für ein Gerücht? Das werden wir verhindern. Und ich halte das für Ruhm. Wenn wir Blackbox bergen, dann machen wir das doch. Kontakt auf 12 Uhr. Ich zähle 3 Schützen. Ich zähle 6. Das ist ja cool. Ich verdoppel auf 9. Verdoppelst 6 auf 9? Ja. Zweimal 6 ist nicht immer 12. Es kommt darauf an, in welchem Körper sich beide Zahlen befinden. In einem ungeordneten Körper zum Beispiel wäre es so. Bereit auf dein Signal. Gut. Ich nehme die 3. Hab 4. Gut. Feuer. Ganz links nehme ich. Okay. Links, links von dir! Die Maschine rollt los! Hä? Der schießt nur so heftig. Wir müssen das Flugzeug abschießen. Verdammt, oh, da saß noch einer. Das ist jetzt doof, ich liege am Boden. Das ist mir gerade so egal, ich muss das Flugzeug zerstören. Ja, ja, ja. Ich kann nicht schießen. Und ich liege am Boden. Upsala. Ich glaube, wir sollten mehr schleichen. Was hältst du davon? So, als Vorschlag. Gute Idee. Das ist sehr schön, dass wir uns da einig sind. Oh, ich hab eine Idee, ich schleiche einfach mal hier gleich so rechts rum. Dann schleiche ich ganz links rum. Man muss ja nicht alle ausschalten, man hat ja immerhin einen Tarnanzug an. Genau. Ah, ich hab schon wieder vergessen. Pazifist, ja, ja. Oh, ich hab eine Idee. Ich will auf den Turm da. Oh, das Flugzeug startet. Ja. Abschluss bestätigt. Sie werden mich entdecken. Dann lass sie auf, die Maschine rollt los! Verdammt. Ach, und jetzt zählt das erst. Ich hab schon so schön drauf geschossen. Nee, warte, brennt schon, oder? Ja, ich hab's zerstört, glaube ich, aber ich lieg am Boden. Ja, es hört ihr, hält mir gerade auf. War anscheinend nicht genug zerstört, das Ding hier immer noch. Ah, doch. Gut. Genug zerstört. Oh, nee! Ich auch. Hättest du erst die Türme ausschalten sollen, weil da oben sind Sniper. Ja. Das ist nicht gut. Oh, das ging so schön.
Verdammt. Du hast mal gleich losgeballert, also wirklich. Du musst das absprechen. Ja, da sind die Pferde mit mir durchgegangen. Ich konnte mich einfach nicht zurückhalten. Ist ja widerlich. So, ich mache wie eben und dann werde ich, bevor du da irgendwas machst, versuchen, die Sniper so wegzuholen, dass sie mich nicht sehen und ich sie trotzdem wegholen kann. Ja, dann gehe ich mal ganz außen rum. Weil er dir doch einiges an Freifeld. Ich wechsle. Vor allem, man wirft trotzdem einen Schatten, ne? Selbstverständlich. Warum sehen die alle den Schatten nicht? Vielleicht sind die Schatten blind. Gott, das ist meine Theorie. Ja, könnte durchaus sein. Ein Sniper weg. Oh, das kann ja wohl nicht wahr sein. Zweiter weg. Die schauen zu dir, pass auf. Die Maschine rollt los. Oh, jetzt schon. Ich glaube, er ist kaputt. Jetzt ist das. Wir müssen jetzt die beiden Sniper wegholen, das ist ja schon mal ziemlich gut. Ja. Fuck, warum hat mich gesehen? Ja. Oh Mann. Hey, ich bin auch am Boden. Kann mich irgendwer retten? Oh, ja, herrlich. Wahrscheinlich. Also hier im Sturm ist jemand geht sich ziemlich gut. Okay, wieder zurück. Wir sollen die Blackbox der Maschine bergen. Warum müssen wir dafür zurück? Weil die wahrscheinlich da hinten abgestürzt ist. Ich habe gar nicht gesehen, wo die lang geflogen ist. Das ist ja nicht die Flugbahn der Dings. Es dürft also in den Sturm rein. Hier, komm, schnell, schnell, schnell. Ich will nach Hause. Scheiß Sturm. Oh fuck. Hey, der Magnet an sich sieht das aus, als wäre das ein Schneesturm. Ja. Bist du hinter mir? Ja, ich bin hier gerade so wie nach gut. Ich fände es ja ganz geil, wenn ich mal weiter 10 Meter gucken könnte. Was sprintest du da nicht so weit nach vorne? Entschuldigung, wo bist du denn? Ungefähr 10 Meter hinter dir.
Ist ja echt praktisch, dass wir den Magnetsicht bekommen haben. Was denn da rechts? Stell dir mal vor, wir hätten ihn nicht bekommen. Sind das Feinde? Keine Ahnung. Keine Ahnung, für mich leuchtet das dann jetzt drin. Oh ja, das sind Feinde. Da kommt ein Jeep. Oh. Ich hätte vielleicht erst den AMG ausschalten sollen. Oh shit! Oh shit! Alter, mit der Magnetsicht siehst du den Motor von so einem Wagen. Ja. Dann solltest du vielleicht erst erstmal da drauf schießen. Eiskalter Blick töten die 10 Gegner in Magnetsicht. Oh, Jeep, 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 Jeep. Werf eine Splittergranate. Ich hoffe, ich kann das vernünftig zielen hier. Fire in the hole! Wie viel Durchschlag muss ein Gewehr haben, damit man damit einfach mal so ein Dings. Oh! Alter! Okay, die von dem momentanen Gewehr reicht. Ich bin gerade drauf zugesprintet. Dafür kann ich ja nichts. Ja, der Sturm ist echt heftig. Ja, wow. Wow. Alter, lösen sich da irgendwann gerade ein paar Zelte auf. Ja, du kannst fast was sehen ohne Magnetsicht. Ernsthaft? Ja. Ah, cool. Jetzt kommst du auch nicht mehr vor, als wäre es Nacht. Renner, Renner! Weg da, weg da, weg da! Nein! Ich liege. Verdammt, wie helfe ich dir? Ich hab Atmen, weil du bist der andere. Herrlich! Sie haben zu viel. Mensch, no Russian! Ja. Ich meine, es hat sich bewegt, da habe ich drauf geschossen. Pass auf! Wir müssen wieder durch das Camp und es ist in Aufruhr! Warum können Sie nicht mehr abstürzen? Ich will kein nächstes Mal. Fuck, da kommt ein Schwack. Ja. Gut, das geht auch im Nahkampf. Oben rechts ist noch einer. Oh, Granate, Granate. Gut, ich hab einen. Nein.
So. Ja. Auch wenn wir gerade ein bisschen schneller sind, dafür können wir gerade richtig gut wegsnipern, muss ich sagen. Ja. Ich hebe hier mal ein bisschen Nachschub auf. Das ist eine gute Idee. Ach, wir haben ja so viel vor uns. Oh Gott. Granate, direkt neben mir. Scheiße. So, ich habe eine Granate jetzt unter dem Fenster platziert. Er brennt und das ist. Kann es sein, dass unsere Teamkameraden keinen Sniper haben? Hat keinen Scheidemann? Ja. Aber den wollte ich gerade mit einem Mega-Sprung-Angriff erledigen. Ich habe extra zur Uzi gewechselt. Ja, sammeln! Ah, das war dann doch hin. Oh, ernsthaft? Der Gegner nähert sich der Abschlussstelle. Ah, da! Okay, wir kümmern uns drum. Oh, wir sollten vielleicht ein bisschen rushen. Boah, ja, vielleicht haben wir genug Zeit anzuvisieren. Russian Wodka. Es sind noch nicht viele da. Es wird um einiges schwieriger, sobald es mehr werden. Auf sie! Ziel eliminiert. Bin dabei. Ja, passt doch. Leiche gefunden? Da ist noch einer. Fuck. Der sitzt hinterm Stein. Ah, ihn. Nee, hier sitzt doch noch einer hinterm Stein. Der stand gerade sicher. Ich hab den einen Steiner erledigt. Ah, okay. Ach, du bist von der Seite. Ich sag nicht umsonst, hab ihn. Ah, hab ich nicht gesehen. Das war ja wohl Spitzenleistung, würde ich sagen. So, kommst du jetzt auch mal endlich her? Vor allem Pepper ist hier der lahmarschige. Oder schleicht hier extra rum? Ist doch Mobbing, ist das doch. Ja, vor allem alles um uns rum explodiert. Ach ja, ich mach mal Schildkröte. Ernsthaft. Oh, die wissen ja nicht, dass wir da sind. Wir sollen uns nicht lassen. Ja, Entschuldigung, ich hab schon losgeballert. Tenner. Wow. Oh, das hat irgendwas in die Kupplung. Hä, könnte sich mein Schein mal hier kommen? Von links? Komm von vorne, von hinten, von links, von der Seite. Eine Granate. Oh, wo bleibt der mal stehen? Da. Ja, genug, genug. Hey, unser Heli. Was? Heli? Ja, super. Okay. Können wir jetzt da einsteigen?
Das hoffe ich doch. Ja, die eingreifende Gruppe übernimmt die Blackbox und sie dürfen dann selber nach Hause, ne? Wir haben es geschafft! Oh, diesmal haben wir sogar Druckpunkte bekommen. Yeah, und zwar richtig viel. Meinst du, das ist nur 69 bei mir? Ist das bei denen auch 69? Ja, wir sehen wohl das gleiche. Also ich würde jetzt erstmal sagen...